Das Wort Demokratie setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Und es ist so, in der Demokratie müssen wir bei dieser Thematik ins alte Griechenland zurück. Weil es gibt sonst keine begrifflich darüber. Wir müssen uns mit der etymologischen Bestimmung auseinandersetzen und wir müssen auch wirklich dann mal zurückgehen, woher kommen diese Begrifflichkeiten. Demos ist der erste Begriff. Ich muss es relativ kurz machen, weil meine Zeit ja nur relativ begrenzt ist. Demos heißt das Volk, sagen viele. So wird es auch unterrichtet. Für diejenigen, die wie ich mal das alte Altgriechisch noch gelernt haben in einem althumanistischen Gymnasium, also dieses berühmte Andraimo Enepemusa Polyktropon Hosmala Polla, da gibt es ja so einige, die kennen das. Demos heißt nicht das Volk, sondern Demos heißt das Dorf. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also der Begriff Demokratie besteht aus zwei Begrifflichkeiten. Der erste Begriff ist Demos. Und der beschreibt schon einmal die Region, wo eine Demokratie, wenn überhaupt, nur gelten kann. Und das ist ein Dorf. Wir stellen also schon einmal fest, dass Demokratie grundsätzlich nicht auf große Strukturen angelegt sind, wie zum Beispiel Deutschland, verschiedene Bundesländer oder als ziemliches Geschwür wäre zum Beispiel die EU zu nennen oder sonstige Dinge, die ganz deutlich gegen das Dorfsystem im Rahmen einer Demokratie schon mal verstoßen. Das zweite ist der Bereich Kraten. Und Kraten heißt herrschen. Herrschen ist, das muss man einfach mal, ich kann nicht so gut schreiben, ich kann besser malen. Ich bin Waldorfschüler, da kann man sogar seinen Namen tanzen. Es ist auf jeden Fall so, es ist so, jetzt lachen Sie an einer völlig falschen Stelle, aber okay. Also herrschen heißt natürlich auch sich selbst beherrschen. Ein sich selbst beherrschendes Dorf, das ist Demokratie. Demokratie ist ganz klar festgelegt im alten Griechenland, eine dörfliche Struktur. Und diese Begrifflichkeiten möchte ich gerne mit Ihnen durchgehen, weil damit können Sie jeden mittleren Politiker, gut, das ist jetzt vielleicht auch sehr unfair, aber auch intelligente Leute an die Wand nageln. Ja, es ist logisch. Warum ich das sage mit dieser Provokanz, das beweise ich Ihnen auch, weil wir nicht in einer Demokratie leben, sondern etwas ganz anderem. Wir haben diese Systematik aus der alten Demokratie bestand aus drei Systemen. Das ist jetzt fast eine Vorlesung. Viele kennen mich auch aus Kanada. Ich unterrichte da unter anderem an einer Uni immer wieder mal in Vorträgen in Antigonish, in Nova Scotia. Du müsstest es eigentlich kennen, Andreas, ne? Da. Die Deme. Die Deme ist das erste Organ innerhalb einer Führungsstruktur eines Dorfes. Die Deme ist die Führungsriege, Führer genannt. Ich möchte mit unseren Begrifflichkeiten exakter umgehen, weil ich rede von Führern, nicht von Verführern. Auch da wird permanent, auch in unserer gerade neueren Geschichte, sehr schlampig mit unseren Vokabeln umgegangen, weil wir die größten Verführer unserer Geschichte als Führer bezeichnen. Das an sich finde ich schon ziemlich absurd. Und ich möchte Sie bitten, sehr genau hinzuhören, weil sehr schnell radikale Tendenzen interpretiert werden, wenn einer das Wort Führer fehlerfrei aussprechen kann. Weil Führer könnte ja auch was Sinnvolles sein im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. So, das ist die Deme. Die Deme wurde nicht gewählt, sondern die Deme war eine aristokratische Führung. Eine Diktatur gewissermaßen, aber in einem Dorf. Und wenn eine Diktatur in einem Dorf ist, kann sie durchaus funktionieren, während eine Demokratie überregional gar nicht funktionieren kann, sondern immer in eine Tyrannei entartet. Aber auch da kommen wir gleich drauf. Ich will es nur schon mal vorweg sagen, in welche Richtung ich gehe. Ich bin bei der Analyse des Wortes, des Begriffes. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch mal wissenschaftlich mit bestimmten Themen auseinandersetzt und einfach mal eine Ableitung macht, damit, wenn wir in Zukunft von Demokratie reden, vielleicht einfach auch eine andere Vorstellung davon bekommen. Die Deme ist also die Führung. Dann kommt als nächstes die Bürger. So, wir kennen die Bürger, den Begriff, und alle glauben in der heutigen Zeit, der Bürger, ja, das sind wir. Falsch. Der Bürger war im alten Griechenland, gehörte zu einer speziellen Gruppe, zu einer privilegierten Gruppe. Das waren die sogenannten Senatoren. Das waren die sogenannten Abgeordneten. Das kennen wir noch in Bremen und in Hamburg, da kennen wir es noch.
Da gibt es die Bürgerschaften. In der Bürgerschaft sitzt nicht der Pöbel. In der Bürgerschaft, da sitzen letztendlich privilegierte Organe der Führungsstruktur, eine Art Kontrollorgan. Und jetzt kommt dazu als nächstes das Volk. Was ist denn das Volk? Aha, das sind wir. Falsch. Das Volk waren auch ausgesuchte Menschen im alten Griechenland, die demetreu und bürgertreu waren, die ethnisch immer zur selben Volksgruppe gehörten, ethnisch. Und das waren dann die Leute, denen man das Recht zugestand, Waffen zu tragen. Das war die spätere Armee. Das Volk war die Armee. So, und diese hier zusammen, die Deme, die Bürger und das Volk, haben von den Bewohnern eines Dorfes anteilig nicht mehr als 10% ausgemacht. Der Rest, das waren die 90%, die gehörten nicht zur Deme, sondern die gehörten zum Idios. Idios ist auch ein griechisches Wort, woraus sich das Wort Idioten ableitet. Aus der heutigen Zeit. Idios ist im Prinzip letztendlich die Gruppierung, die man auch als Untertan oder als Sklaven bezeichnen kann. Nein, Sklave ist eigentlich ein falscher Begriff, weil im Rahmen einer vernünftigen Demokratie kann diese Struktur außerordentlich gut sein. Denn wenn hier ordentliche Führerpersönlichkeiten sind, eine ordentliche Struktur der Kontrollorgane und eine sauber strukturierte Armee, die das Interesse des Dorfes vertritt, dann können die Idios hier unten durchaus ein sehr komfortables Leben führen. Zumindest besteht eine gute Chance. Ein solches System ist ganz klar die Demokratie. Und diese Demokratie kann natürlich niemals im Großen funktionieren, sondern nur im Kleinen. Wie kommt es denn, dass die größten Verbrecher in Bronze gegossen auf Marktplätzen stehen mit großen Gedenktafeln? Weil es gar keiner weiß, was sie getrieben haben. Und warum? Weil es unübersichtlich wurde. Weil wir nämlich diese Demokratie schon seit Jahrhunderten nicht mehr leben. Weil wir nämlich seit Jahrhunderten bereits in überdimensionalen Konstruktionen, in sogenannten Völkerwucherungen, die wir dann eben halt Staatengebilde nennen. Wir sprechen bei Deutschland zum Beispiel vom deutschen Volk. Es gibt kein deutsches Volk. Es gibt deutsche Völker. Es gibt Badener, es gibt Schwaben, Schleswiger und Holsteiner, Nordrheiner, aber auch Westfalen. Das ist uns abhandengekommen. Und diese natürlichen dörflichen Strukturen, die wir noch haben, das ist übrigens der Grund, warum wir uns, wenn wir uns gerade kennenlernen, siezen uns mit Sie. Wie geht es Ihnen? Was sagen Sie dazu? Warum siezen wir uns? Das ist Plural, Mehrzahl. Wenn ich Andreas Frühmark anspreche und ich sage, wie geht es Ihnen? Dann sieze ich ihn deshalb, weil ich ihn als Repräsentant seines Dorfes sehe und er natürlich auch sein Dorf repräsentiert. Und deshalb spreche ich ihn mit Sie und mit Ihnen an. Das ist aus der alten Struktur noch übergeblieben. Das sind die dörflichen, demokratischen Strukturen auch im alten Germanien. Ich halte das mal für ganz wichtig, diese Dinge auch mal auf den Punkt zu bringen. Die Problematik begann dann erst problematisch zu werden, als das große, alte, sogenannte antike Griechenland, Alexander der Große, im Rahmen seines Größenwahns, ob gut oder schlecht, eben halt versuchte, neue Gebiete zu erobern und annektieren. Das war schon längst nach Einsetzung des gnadenlosen Materialismus, der den Idealismus, der bis dahin galt, offensichtlich abgelöst hat. Zumindest sind das meine jetzigen Thesen, die ich habe. Ich habe übrigens kein Geschichtsbild, weil die offizielle Geschichte, die ich lese, die ist widerlegt. Die Geschichte, die ich habe, kann ich Ihnen nicht nennen. Ich kann nur anhand von Thesen und anhand meiner eigenen Erforschung mir Bilder machen, wie es gewesen sein könnte. Ich kann es aber nicht beweisen. Aber die Geschichtsbücher, die dienen letztendlich einem Zweck, den Machtsystemen die Grundlage zu bieten, die wir heute haben. Und das hat Karl Marx schon gesagt. Er hat gesagt, die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Das ist relativ einfach. Und ich möchte das einfach nur mal hinterfragen dürfen, und zwar ganz sachlich und nüchtern. Und wenn wir sprechen vom alten Griechenland, dann können wir das Thema vergessen. Es gab kein altes Griechenland. Das ist eine Lüge. Es gab griechische Städte. Es gab Troja. Es gab Athen, es gab Sparta, es gab Theben, aber es gab kein antikes Griechenland. Aber
Leute, die geopolitischen Grenzen gezogen haben, die Städte, die dort alle drin sind, die nennen wir irrtümlicherweise antikes Griechenland, wobei das teilweise stark verfeindete Städte untereinander waren. Wissen wir. Denn es ist tatsächlich nämlich immer auf dieser Ebene zurückzuführen. Das ist die sogenannte Demokratie. Bei den Römern später nannte man das eben halt nicht mehr Deme, dann nannte man das eben halt Res Privata und Res Publica. So hat man letztendlich die Systeme damals genannt, als Unterdrückungssystem der Sklaven im Rahmen einer Res Publica, woraus das Wort Republik kommt. Ein Unterdrückungssystem quasi für Untertanen. Vielleicht mal ganz interessant, dass man so weiß, wo man so wohnt. Auf jeden Fall dachte, es könnte Sie interessieren.